Ganz ruhig. Würde mich damit lieber nicht anlegen. Dämon. Töte mich oder lass mich frei, Parasit. Aber langweil mich nicht mit Geschwätz. Es wurde viel gesagt. Ich habe zugehört. Durch Fels, Metall und Zeit. Jetzt spreche ich. Und Sie werden zuhören. Hallo. Ich bin 2401 Penitent Tangent. Ich bin der Illuminat der Einrichtung 05. Und ich bin der Prophet des Bedauerns, höchster Rat, Hierarch der Allianz. Ein Reclaimer? Hier? Endlich. Wir haben viel zu tun. Diese Einrichtung muss aktiviert werden, damit wir den Ausbruch kontrollieren. Bleibt, wo ihr seid. Solange ich predige, wird hier gar nichts getan. Falsch. Diese Anlage hält einen Rekord von 1,2 Trillionen simulierten und einem echten Zugriff. Sie ist auf Abruf feuerbereit. Von allen Dingen, die uns unsere Herren hinterlassen haben, ist nicht so wertlos wie diese Orakel. Sie wissen nichts von der großen Reise. Und Sie wissen nichts über Eindämmung. Sie haben sogar die grundlegendsten Regeln und Prozeduren missachtet. Seine Eindämmung. Und seine große Reise sind ein und dasselbe. Eure Propheten haben die Flucht vor dem sicheren Untergang versprochen. Aber auf diesem Ring findet ihr keine Erlösung. Wer diesen Ort baute, wusste genau, was er tat. Fehleinschätzung ihrer Absichten führt nur zum erneuten Untergang. Das Ding hat recht. Halo ist eine Waffe. Ihre Propheten machen einen großen Fehler. Ihre Dummheit hat bereits einen der heiligen Ringe zerstört, Dämon. Das passiert nicht nochmal. Die Wahrheit nicht hören wollen. Zeige ich sie. Es kann verhindert werden, dass der Schlüssel gedreht wird. Wenn man ihn hat, sie werden an einer Stelle suchen. Sie an einer anderen. Das Schicksal machte uns zu Feinden. Dieser Ring zu Brüdern. Geil. Und damit willkommen wieder zurück zu Halo 2. Wir sind alle von uns zutiefst betroffen. Die Freisetzung des Parasiten war unerwartet, unglücklich, aber es gibt keinen Grund zur Panik. Tatsächlich ist das Grund zur Freude. Ein Moment, den die ganze Allianz feiern sollte. Denn das heilige Symbol ist gefunden. Mit ihm ist der Weg frei. Unser Eintritt in die Göttlichkeit garantiert. Die große Reise naht und nichts, nicht einmal die Flood, kann sie verhindern. Tötet den Dämon! Tötet den Dämon! Brutes! Je schneller man diese Brutes umlegt, desto besser. Ich bin getroffen. Was tun? Okay. Sollen wir dann die Tastatur ein bisschen reinkommen? Sie haben keine Schildgeneratoren, aber man sollte sie erledigen. Es dreht durch. Ah, ich sehe schon. Ich muss die Maus noch ein bisschen höher sein. Warte mal. Maus höher drehen. Wo ist das? Gameplay? Steuerung? Maustastatur? Empfindlichkeit? Machen wir auf 2,5.
Der Dämon hat die Ratskammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. Okay, machen wir noch ein bisschen höher. Zwischen der letzten Folge und dieser Folge ist so ein bisschen was passiert. Ich hab meinen Rechner neu machen müssen. Oder neu gemacht. So. Deswegen sind die Einstellungen jetzt ein bisschen weg, aber Save Games und so habe ich vorher natürlich alles gesaved. Okay. Kommen wir nicht raus? Alles klar. Setzen Sie mich auf einer der Säulen da neben der Tür ab. Keine Muni, das ist immer schlecht. So. C. Eine der Säulen neben der Tür. Eine der Säulen. Die haben Sie von unten ausgeschlossen. Am anderen Ende der Kammer gibt es eine Tür. Die Säule. Okay. Dieser Prophet, Wahrheit, er hat den Index, er darf ihn nicht behalten. Ich kümmere mich um diese Türen. Mhm. Los, Wahrheit wird einfacher aufzuspüren sein, wenn ich im Netz bleibe. Musik 50. Effekte. Spiellautstärke machen wir mal auf 80, oder? So. Mal schon. Schuss. 93 Schuss. Hm.
Okay. Ja, rennen können wir leider nicht, ne? Das hat sich ja nicht geändert. Jetzt haben wir 100 Schuss, perfekt. Haben wir noch 36 Schuss? Nein. Ich will eigentlich die... So. Und so, jetzt haben wir hier wieder 100 Schuss. Wahrheit ist in den unteren Ebenen des Turms. Ich kehre diesen Graflift um, versuchen Sie ihm den Weg abzuschneiden. Es ist sicher, Alter, glauben Sie mir, gehen Sie nur rein. Riesenstadt hier, ne? Mega. Nach dem Stunt auf der Kairo weiß ich, dass Sie keine Höhenangst haben. Der Dämon muss sterben!
Raum gibt es noch einen Lift. Okay. Was? Oh, das ist ein anderer. Chief, springen Sie rein. Uiuiui. In diesem Zellenblock gibt es zwei Marine-Gruppen. Ich übernehme Ihre Position. Sie eliminieren die Wachen. Aber leise. Leise kann ich nicht. Sind die hier drin, oder was? Der Chief jagt einen Propheten und Sie müssen ihm helfen, ihn zu erledigen. Nur noch eine Gruppe Marines, Chief. Okay.
bisher. Okay, manchmal sind hier Waffen drin, aber nicht das, was ich will. Die Pistole ist echt mega. Oh, Granaten. Gute Arbeit. Nice. 80, 60. Der Knopf liegt da nicht rum. Wir siegen! Wir verschwinden auf demselben Weg, auf dem wir gekommen sind, mit dem zentralen Graflift. Alles klar. Frage, wo war der Lift? Achso, hier wieder hoch. Sind wir hier fertig? Feindliche Verstärkung, sie kommen mit dem Lift. Und dann da zwischen rein, ne? Hier noch so eine Munition und ja, auf geht's. Fürchtet euch nicht, meine Brüder, das heilige Symbol ist sicher. Tartarus und seine Brutes haben der Flood das Symbol abgenommen. Dafür danken wir ihnen. Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden. Okay. Ich hab noch einen Feindkontakt. Das wird ein neuer Rekord. Verfluchter Idiot. Es versteckt sich vor uns. Oh.
Die Eliten haben die Propheten nicht geschützt und unsere Leben in Gefahr gebracht. Kein Krieger darf seinen Eid vergessen. Behüt es uns im Glauben, während wir den Pfad finden. Ich habe den Propheten bei diesem Turm lokalisiert. In der Nähe gibt es einen Ausgang, schnell! Schwert ist gleich kaputt. Sie bitten um eure Treue. Gebt sie ihnen. Sie würden sich wundern, mit wie vielen Störsystemen die Allianz mir hier auf den Sender geht. Keine Sorge, ist alles ziemlich harmlos. Wir haben nicht damit gerechnet, dass eine feindliche Intelligenz ihr Netzwerk von innen angreift. Verdammte Ding ist weg! Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen.
Terminal. Whereas most species were grafted into the Covenant by faith or mutual beneficence, the Ungoi were not such. Their kind was brought into the fold by force, and it was by force that they were held captive. Their world had no prayer against our might and majesty, and their peoples were quickly laid low, many of them brought into subjugation. Yet while some species would perish under such pressure, others rise to the occasion, taking arms if need be, fighting back. Such it was for the Ungoi when their feud with the Kig-Yar led to rebellion. An effort by the Kig-Yar to sterilize the Ungoi population was met with stiff resistance. And for a time, the Holy City was thrown into chaos. Once fully provoked, the Ungoi were merciless in their violence, lashing out at all species. Their large numbers and their tenacious volatility made them a suitable challenge, even for the elites. And yet again, we turned to an arbiter. And with a ferocity unparalleled since the beginning of the Covenant, the Ungoi world would be reduced to glass. Those within the Holy City would be forced to watch, unable to stop what could have been the very end of their kind. The Ungoi rebellion was brought to an end by the Arbiter's hand. Their world was not completely lost, and those who survived within high charity found some measure of mercy. They had proven their worth in combat, and would now serve alongside the Sangheili in battle. Okay. Jetzt wissen wir's. Wurden also auch angegriffen und so ein bisschen sauer. Was? Was? Das ist auch geil. Das ist wieder das andere Sniper. Die Allianz hat gerade eines ihrer eigenen Schiffe zerstört. Und ich erhalte Meldungen von Schusswechseln in ihrer Flotte. Geschöpfe der Allianz, der Pfad ist breit. Wir wandeln ihn Seit an Seit. Der Pfad ist breit, wir wandern Seit an Seit. Es ist die In-Ember-Klett. Zu mir gehört. Bin mir nicht sicher. Wechseln.
weiß auch nicht, ob die jetzt hier selbst Krieg gegeneinander führen oder was das hier wird. Irgendwie greifen wir uns nicht an. Schwert. Sammeln sich die Ratsmitglieder auf Halo, um das Symbol sicher verwahrt zu sehen. Achtet euch, Meute, Bruder! Schaltet die Eliten aus! Einige behaupteten, dieser Tag würde nie kommen. Was sagen Sie heute? Sobald die Türme gesichert sind, vertreiben wir sie auf den Untergrund. Oh, ich glaube, die führen einen eigenen Krieg. Okay. Die Frage ist, wie weit geht das hier noch? Ich habe das Orakel befragt und es bestätigt unsere sehnlichste Hoffnung. Die große Reise beginnt mit Halo. Schade, dass man nicht zwei mitnehmen kann. Die ziehen sich zum Mausoleum zurück. Narren, ihr Gebieter kann ihnen jetzt auch nicht helfen. Wer wollte den Propheten misstrauen? Sagen wir niemals etwas voraus, das nicht eingetroffen ist? Schmeißt du mich da runter? Wir kommen näher. Yeah.
Hier entkommst du nicht. Information bleiben. Zurückfallen. Behitzt. Gut, das hätte jetzt wieder in die Hose gehen müssen. Was du denn jetzt hin? Okay. Okay. Ist im Kreis genauso? Das war natürlich der Plan. Was zur Hölle? Wo kommt der her? Getarnt. Warte mal, hier gab's doch noch ein volles. Ja. Die waren getarnt. Katastrophe. Lass mal die in Ruhe, das ist immer still und ewig. Sind wir von hier gekommen? Ja, ich glaube schon. Wenn wir den Propheten fangen wollen,
müssen wir eine Abkürzung nehmen, quer durch das Mausoleum. Sehen Sie das mal positiv. Momentan scheint jeder daran interessiert zu sein, sich gegenseitig umzulegen. Ist ganz schön. Okay, wir brauchen Muni. Muss ich hier runter? Oh ja, könnte sein. Okay, warum nicht? Sehen Sie das mal gut. Momentan scheint ihm jeder daran interessiert zu sein, sich gegenseitig zu legen. Es ist nicht so ein Schwert. Da sein Werfer hingeschmissen. Ja. Okay.
gleich mal. Shit. Das Schwert bitte. Scheint sich hier zu beruhigen. Da ist noch einer. Ein Moment, ich empfange zwei weitere Transponder. Es sind der Commander und Johnson. Sie nähern sich der Position des Prophetenschiffs. Sie brauchen ihre Hilfe. Das Wrack, der in Amberclad verlässt. Wir sollten den Index holen und einen Weg hier raussuchen, bevor es wirklich ungemütlich ist. Okay. Verteilt sie. Einen pro Phantom. Die Hoffnung der gesamten Allianz ruht auf Ihren Schultern, Häuptling. Mein Glaube ist stark. Ich werde nicht versagen. Zwecklos. Die große Reise wartet auf niemanden, Bruder. Nicht mal auf dich.